1955, als die Versammlung war, Hungerrenten und jüdische Forderungen an Österreich. Und 1959, als das erste Mal das gesamte nationale Wien angetreten ist. Die Teutonier, die Germanier, die Bono Sudetier, die Libertas, natürlich die Olympia, die Leute vom Österreichischen Turnerbund. Und es waren gerade hier 150 Meter eine stundenlange harte Schlacht. Und dann kommt 1965, der 29. März und der 31. März 1965, die sogenannte Borodajkiewicz-Affäre, als in allen Gassen der inneren Stadt schwerste Schlägereien waren bis über Mitternacht und der 67-jährige Antifaschist Ernst Kirchweger circa 5 Meter vor meinen Augen zu Tode kam. Ihr müsst unsere Stafette weitertragen. Der große Dichter Hans Sahl sagte, fragt uns, wir sind die Letzten. Warum bin ich heute hier als alter Mann und ehemaliger KZ-Häftling? Die Häftlinge von Mauthausen haben ein Vermächtnis geschrieben 1945. Und in der Präambel heißt es, und das gilt für uns Häftlinge aus allen Konzentrationslagern, solange es uns möglich ist, werden wir dafür kämpfen, dass das, was uns passiert ist, niemals wieder einem Menschen geschehen wird. Ich danke euch.